Und damit willkommen zurück. Star Wars Outlaws, wir sind in unserer Hauptmission für unsere Crew. Und ja, versuchen jetzt den nächsten zu rekrutieren. Mal gucken, wie viele Missionen wir bis dorthin erledigen müssen. Wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie mit Ankh. Ja, lass uns mal überraschen. Wir sind immer noch auf Akiva und im Alcazar. In der Kantine. Jetzt treffen wir gleich mal den Surat. Schauen wir mal, was passiert. Viel Spaß. Hey, ich muss noch schnell zu Surat. Klar. Viel Glück. Jemand, der mich hintergangen hat. Und jetzt raus. Warte, ich habe etwas, das dich sehr reich machen könnte. Ich brauche nur ein paar Informationen. Welche Art Informationen? Ich suche einen Rodianer namens Gedeek. Ich brauche nur einen Ort. Sprich weiter. Ich habe 2 Lieferungen Sansana-Gewürz. Sie gehören dir, wenn du mir sagen kannst, wo Gedeek ist. Verstehe. Abgemacht. Du findest einen Rodianer in einer imperialen Forschungsstation, falls das Huttenkartell ihn nicht schon eliminiert hat. Was? Wieso? Was hat er getan? Frag ihn doch, falls du zuerst ankommst. Es ist mein Bruder. Was? Der Mann in dem Tisch. Er hat mir ein Auge genommen. Also habe ich ihm alles genommen. Oh, ja, ich sehe die Ähnlichkeit. Tja, imperiale Basis, haben es wieder. Auch gefangen. Oh. ND5, Jalen? Ich habe einen Tipp zu Gedeek bekommen. Er arbeitet in einer imperialen Forschungsstation. Ein Imperialer? Dann lassen wir das lieber. Gedeek hatte keine Wahl. Es hieß Dien oder Gefängnis. Sollten wir sonst noch was wissen? Er hat sich ein paar Feinde auf Akiva gemacht, aber darum kümmere ich mich. Mach das, Kay. Das alles hat mich schon genug gekostet. Nur für die Akten. Das ist eine schreckliche Idee. Ja, das stimmt. Wo ist hier die imperiale Basis? Oh, ganz hier oben, Alter. Naja, können wir uns wenigstens mal umgucken, ne? In der heutigen. Ah, hier kann man wieder nichts was machen. Was riecht hier lecker? Eine neue Fähigkeit, ja gern. Oh, ein Curado-Obstteller bitte. Geduld, Kumpel. Oh, ist das nur eine? Lass uns essen. Oh, wow. Was ist das denn?
schnapp sie dir nix. Hey, da ist noch eine. Nein, du. Mit der Pfote. Ja, genau so. Na, was kriegen wir jetzt Schönes? Dann legen wir mal los. Magst du lieber die Corrado oder die Kapuppi fliegen? Was? Das ist lecker. Die Kapuppi-Fliegen habe ich nicht erwartet, aber das war gut. Dankeschön. So, was haben wir gekriegt? Corrado-Obstteller. Nix lenkt Gegner länger ab. Na, irgendwie weiß ich auch nicht. Lass mal erstmal so, wie es ist. Corrado Obstteller. Toshara? Haben wir irgendwas Neues besucht? Ach ja, die Rennpalli-Station. Unabhängige Einrichtung, der Piloten ihre Schiffe auftanken und reparieren können. Warenhandel, ja. Jetzt sind wir auf Akiva, der tropische Planet im Outer Rim. Mit heftigen Unwettern. Die Fauna. Myra ist die Stadt von Akiva. Dann haben wir das Alcazar, das ist die Kantine. Accra Station im Orbiter waren wir auch schon. Versorgungsstation der Handelsföderation. Auf der Schiffe versorgt und aufgetankt werden. Huttenkartellviertel. Das Huttenkartellviertel auf Myra entstand erst vor kurzem, als der Verbrecherboss Surat Nuat nach dem Tod des Rates der Hutten eine fragile Allianz mit den Hutten schloss. Okay. Wir sollten ja die imperiale Basis erreichen. Aber ich gucke mich ja gerade nochmal um hier. Das kann ja nicht mehr viel sein. Da hinten ist doch schon Schluss. Gamen. Kredits gegeben. Wieso sind es jetzt plötzlich 500? Höhere Steuern. Entweder ich gebe die weiter oder ich gehe pleite. Ach, Betrügerin. Ich glaube nicht, dass wir den Transport noch hinsetzen. Jetzt kommst du die eine Etage nach unten wahrscheinlich. Marktviertel, ja. Ging noch eine Treppe runter. Kommst du hier zu den Händlern, ne? Dann haben wir uns auch nochmal so grob kurz umgeschaut. Willst du das haben, Nix? Sehr gut. Hm.
Erze, okay. Eisen. Das Beste in der ganzen Galaxie. Hey, du. Ich bin nur auf der Durchreise. Okay, hier ist dann das Pikeviertel hier hinten, alles klar. Auch bei den Händlern? Kann ich Ihnen helfen? Sie müssen gut sein. Mir wurde gesagt, ich solle Ihnen einen Rabatt gewähren. Ach ja? Schon wieder zurück? Was hast du denn Schönes hier? Können wir gebrauchen. Kalkyporit. Für Fähigkeiten benötigt. Wie viel braucht man denn dafür? Wir nehmen erstmal die beiden. Fiolen. Verkauft hatten wir alles. Man sieht sich. Immer schön Geschäfte mit Ihnen zu machen. Alles muss raus. Habt ihr kein Amt? Alles. Alles, was ich habe. Die Imperiale Akademie hat mich angenommen, also bin ich bald hier weg. Den Kram brauche ich da nicht mehr. Aber mit ein paar Kredits könnte ich mir eine schicke Uniform leisten. Oh, du gehst zum Imperium. Nutzen. Hutenkartell. Wie wär's damit? Ich nehme dir das alles ab und leg ein gutes Wort für dich ein. Du kennst die Rekrutierer der Akademie? Kannst du mir dann zur Offizierslaufbahn verhelfen? Das nicht, aber ich kann mit Surat Nuad reden. Und der weiß, wie man die Imperialen um den Finger wickelt. Verstehst du? Wirklich? Hier, nimm alles! Sag den Rekrutierern, Theo Prost ist spitze. Muschelglücksbringer. Hey du, willst du was kaufen? Was hast du hier? Wie kann ich behilflich sein? Das ist vom Pike-Syndikat. Was hast du denn? Direkt Energieschaltkreise, komm her. Seconds Limo, behalte es für dich. So, und dann kommen wir jetzt hier hinten. Das sind Kleider. Dann kommst du da wieder raus. Ist noch gesperrt hier, der Marktplatz. Und hier kommst du, hier ist hier das Pike. Ich kenne dich nicht. Viertel. Na gut, bin schon weg. Okay, dann haben wir uns erstmal für den Moment grob abgelaufen, meine Freunde. Dann werden wir uns jetzt rausmachen hier. Nein, ich habe diese Saison schon bezahlt. Die Steuer für Gewerbetreibende ist um 2. Was darf sein? Sie werden wiederkommen. Die Dinge haben sich geändert. Wenn Sie nicht bis Ende nächster Woche zahlen, wird Ihr gesamter Besitz beschlagnahmt. So. Dann mal raus hier. Fürs Erste. Müssen wir mal schauen, wo es hier rausgeht. Auf den, über die Landepads? Ne, hier hinten raus. 2 Stück. Hübsch. Können wir dem das schon sagen? Nicht verfügbar gerade. Gut, Abfahrt. Verschwinden wir hier. Licht eines Dunkel. Aber die Nacht hier wie fast allen Spiel einfach nur Tag hält. Das können sie eigentlich auch echt sparen. Ich bin wirklich einer, der mag Nacht halt, ne? Damit auch Zusatzitems wie Scheinwerfer, Fackeln, Taschenlampen etc. Sinn ergeben, ey. So. Jetzt schauen wir mal. Es war eine ganz schöne Reise, die wir da fahren. Geht das hier durch das Tal? Ich kann das nicht drehen. Oder müssen wir hier außen rum fahren? Ich würde sagen, wir fahren dann erstmal Richtung
besten, wenn er da außen am Wasser lang. Ne, mal sehen wir ja, was wir so entdecken können. Ist das jetzt hier schon? Ne, noch etwas weiter. Was ist hier? Du willst diesen Echsenaffen folgen, Nix? Ja, es wird was angezeigt. Neue Schatzposition. Ah, Echsenaffenbau. Na gut, dann zeig mal, wo es lang geht. Dschungel! Nice. Ach, wir haben ja keine Umgebungskarte in dem Sinn wieder, ne? Nee. Immer mit der Ruhe, Nix. Sonst passiert dir noch was. Ist damals aber noch nicht vorgerannt. So, hatten wir da mal irgendwas dazu gekriegt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Fähigkeitsmäßig. Schauen wir mal. Ich sehe rein gar nichts. Nee. Schon gut, ich höre dich. Ich komme ja. Sind wir schon in der Nähe? Ist schon vorbeigelatscht, ist hinter uns. Oder wir müssen irgendwo hochklettern noch, ne? Wo läuft denn das Vieh lang? Nixie Boy. Wir sind eigentlich schon wieder viel zu weit. Wo ist er? Sehe ich nicht. Vor die sich hier. Oh, endlich. Kein hohes Gras mehr, okay? Wenn wir zurück sind, muss ich dich nach Ungeziefer absuchen. Jetzt sind wir doch wieder draußen. Jetzt hat er uns einmal durchgejagt. Jetzt kommen wir wieder raus, oder? Ja, mal gucken. Vielleicht geht es jetzt auch wieder irgendwie so zurück hier. Schöne Aussicht. Ah, hier ist er. Lass mal sehen, was wir hier haben. Was lädst du denn so lange? Altes Geld. Jetzt haben wir den Talisman. Sorgt beim Halten für tödliche Präsenz, erhöht die Gesundheit, genau. Dann hatten wir hier Chip-Talisman. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, beim Plündern von Behältern zusätzlich Kredits zu finden. Dann hätten wir noch, du hältst mehr Adrenalin, wenn du von nichts abgelenkten Gegner niederschlägst. Und die Muschel erhöht die Chance, beim Sprinten oder Rutschen Schüssen auszuweichen. Um die. Und jetzt?
Zeroriterz. Ach, keine Ahnung. Und runter. Na, was geht, Großer? Wow. Nice. So, dann machen wir uns hier mal weiter. Kurz aufs Navi. Genau. Hier haben wir noch einen imperialen Stützpunkt. Steht hier eigentlich Ruf Imperium auch? Nein. Sniper oben drauf, den holen wir uns als erstes. Dann werden wir jetzt nochmal schön plündern da drin. Entschuldigung. Das ist noch nicht ganz weg alles hier. Zwei Betäubungsschüsse wären auch geil. Vielleicht kriegen wir das nochmal als extra irgendwie. Das wäre ganz cool. Hier draußen respektieren. Das brauche ich. Nee, die Knarre braucht man nicht. Sind nur die drei gewesen hier. Ich stand mal einem Mitglied des Ashiga-Clans direkt gegenüber. So viel Schiss hatte ich noch nie. Nix. Aha. Was ist das für ein Ding? Du machst das. Hat nur der Zeuge gesehen, der gerade vorbeigeleitet ist. Einfach. Fokus plus 6. Stahl, Poly. Neues. Sonst was noch hier unten? Ne, ist nur der kleine Raum. Okay, dann weiter geht's. Gleiter her. So, nix. Es geht los. Jetzt muss ich kurz die Richtung anpeilen. Jetzt fahren wir nach. Hier wollte ich lang. Aber da kommst du gar nicht lang hier, ne? Ist ein Tunnel? Kann man nicht genau erkennen auf dieser supergeilen Map. Oder ist. Es geht doch bestimmt hier durch, wir gucken einfach. Ballern jetzt am besten rüber. Den Planeten. Warum nur? Hey. Oh, ich muss schon wieder anhalten, aber egal, wir gucken uns noch um. Wenn du jetzt noch sagst, wie wir hier hochkommen. Das ist undurchdringliches Dickicht. Von der Seite kommen wir offensichtlich nicht lang. Oder hier unten drunter. Salis Hand. Schatz. Mitten in der Nacht, wir sind gar nicht erschöpft. Was hast du gefunden, Nix? Krass. Fahrzeugschmuckstück, Krug, so ein Schwachsinn, Alter. Erz. Ganz ehrlich, was willst du mit dem Mist? So, aber wir versuchen weiter natürlich Stück für Stück Richtung dieser imperialen Basis zu kommen. Um die Mission natürlich weiterzumachen.
Und nebenbei sehen wir hier ein bisschen was, ne? Halten hier und da mal ein noch. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Das ist am besten. So. Jetzt sind wir in der Richtung. Das heißt, wir könnten jetzt nach rechts abbiegen. Dann kommt dann die zweite rechts. Ja, hier. Und die sollte uns jetzt eigentlich bis hoffentlich Tunnel führen. Hier haben wir nochmal eine Imperial. Wurde ja gesagt, dass das Imperium hier stärker vertreten ist. Schnellreisepunkte, dann schön. Oh, hier haben wir wieder irgendwas. Oh, scheiß Pike. Die ballern uns sofort ab. Wenn wir ins Pike-Territorium kommen. Weil der Ruf so dermaßen schlecht ist, dass wir sofort eindringen. Okay, haben wir das gekennzeichnet. Das heißt, wir müssten einmal komplett durchs Pike-Syndikat, durch den hier im Bereich ballern. Wir müssen einfach versuchen, ne? Quadratmeter hier will ich stehen. Gibt's einen Haufen Zeug zu entdecken, oder? Richtig. Ja. Rechts halten. Und dann immer geradeaus. Achtung, nix. Wir müssen dringend was für unseren Pike-Ruf tun. Und hier betteln sie sich mit dem Imperium. Tunnel, Freunde. Bin schon wieder gesunken. Oder läuft das betreten, Alter. Oh, bald erschießen wir schon von sonst wo hier. Schicken sie schon Suchtrupps los. So. Nice. So, das wären ein paar Schnellreisepunkte, ganz geil. Jetzt sind wir hier im Jägerdach, okay. Hier halt einen Schnellreisepunkt. Huttenkartell, gut. Gibt es hier einen Schnellreisepunkt? Abenteurer, reisender Händler. Ist das Stehl? Ja. Neue Schatzposition. Lass es stehen. Das ist hier eine große Kiste. Ist da was? Das
Das ist was Feines, Mix. Bo Cooper. Schnapp dir das. Ist das die, soll das die kleine Schatzkiste da sein, oder was? Kriegen wir jetzt nicht ohne Ärger zu machen. Wo ist denn das Tierchen? Hä? Zählt ihr das immer fest? Warum? Wir lenken ihn jetzt ab hier. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Na, Kumpel, was du bitte? Wenn der Roboter hier weg ist, mach mal die Kiste auf. Du schaffst das, Nix. Sehr gut, mein Freund. Zeit für eine kleine Showeinlage. Jesus, der guckt mir noch zu sehr hier. Jetzt, wenn er uns den Rücken kehrt. Jetzt geht das Geballere hier gleich wieder los. Gigi Baska! Diska Uber Naviwata! Gut, hat sich erledigt mit der Kiste. Sind sie alle so außer Rand und Band hier? Weiter geht's. Gucken wir uns mal hier oben. Sollte man hier hochkommen? Ja, ne? Vielleicht ist ja hier irgendeine Kiste noch. Okay, von hier oben könntest du auch agieren. Drei Schätze. Außenposten. Kein Schnellreisepunkt. Die Wildererstation. Lass sie uns hier rein. Tun sie. Durch viel mehr. Da kannst du noch mal hoch. Hier auch. Hinweisschilder noch. Der Wahnsinn. Beschränkter Bereich. Jetzt. Komm, nix. So leise wie ein Flüstern. Okay. Jetzt sind wir hier in dieser Station. Hast du was, Kleiner? Nix, zeig, was du kannst. Er hat nicht geschossen. Alarmsystem. Schalt den Alarm ab, ja? Wir müssen da rein irgendwie. Oh, jetzt haben wir es verschlafen. Ich vergesse immer, dass du ja noch hier Minigames machen musst hier. Alles klar. Das war der erste Alarmschalter. Oh,
Das können wir jetzt nicht ballern. Wir können es jetzt noch nicht mit allen verscherzen hier. Irgendwer hat mich gesehen. Ach, hier oben ist auch noch einer, wa? Nein. Das sind diese... Ist das schon Truhe Nummer 1? Nee, achso, das war nur das Item. Was siehst du? Akudo. Das sind Kikyuna Jahutjist. Okay. Da war noch einer. Wo ist der jetzt? Kannst du ja nicht speichern, ne? Nee. Siehst du was? Wo ist der Typ von ihm? Was siehst du? Oh, oh, oh. Was wir hier wieder riskieren, ne? Ist jemand in der Nähe? Hakudude. Blastergewehr, ein anderes. Von der Typenbezeichnung. Kameras. So, das ist jetzt hier die Station. Oder der. Naja, jetzt sind wir hier an dem Ding. Wir wollten eigentlich hier hin. Kommst du auch bestimmt hin, dann da durch. Hast du was, Kleiner? Theoretisch würden die natürlich mitkriegen, wie wir die Kamera zerschießen, ne? Ich würde es aber gerne mal probieren, weil ich behaupte mal, nee, das hat keinen Einfluss. Weil wir eh nicht so perfekte Stealth haben. Ist hier jemand? Ist gut. Lenk sie ab, Max. Jetzt geht's los! Die lassen nicht locker! Nein, ich wollte. Jetzt kotzt mich schon wieder ein Mist. Okay, vergiss es, Alter. Spiel an. Bringt jetzt eh nichts mehr. Automatisch speichern war vor 6 Minuten. Na super, ey. Okay, dann müssen wir da irgendwann anders nochmal rein. Wir sind ja auch schon wieder durch mit unserer heutigen Folge. Genau. Da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Sind schon wieder durch. Schon ganz die Zeit wieder vergessen. Wir wollen es ja nicht zu lang machen, ne? Danke fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen oben da. Und bis zum nächsten Mal.